Guten Abend zusammen, wir begrüßen Sie zur Komplett am Karfreitag und wollen gemeinsam starten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, komm mir zur Hilfe. Heile mir zur Hilfe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Bevor des Tages Licht vergeht, o Herr der Welt, dies Gebet. Behüte uns in dieser Nacht durch deine große Güte und Macht. Hüll schlaf die müden Glieder ein, lass uns in dir geborgen sein und mach am Morgen uns bereit. Zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o Vater, reich an Macht, der über uns voll Güte war und mit dem Sohn und Heiligen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Amen. Der Tisch ist leer. Wo früher die Freunde und Freundinnen mit Jesus gegessen haben, sind Plätze frei. Was meint ihr? Wie geht es jetzt weiter? Dazu fällt mir eine Geschichte aus der Bibel ein. Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Zur Stunde des Festmahls schickte er seine Diener aus und ließ denen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, alles ist bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh mir hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Und hol die Armen und die Krüppel, die Blinden und die Lahmen hierher. Nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Gott, der Eventplaner, der ein großes Festmahl gibt, zu dem wir alle eingeladen sind. Er überlässt mir die Entscheidung. Aber die Tische bleiben leer. Die Eingeladenen können oder wollen nicht kommen. Das erinnert mich an das Frühjahr 2020. Vieles fiel aus, aber ehrlich, zu manchen wäre ich auch nicht hingegangen. Genau. Und zu einigen Sachen habe ich einfach keine Lust. Aber Gott bleibt beharrlich. Für ihn spielt es eine Rolle, wie du dich entscheidest. Er sagt nicht einfach ab. Er gibt nicht einfach auf. Er will alle an einen Tisch bringen. Nachdenklich macht mich, dass die Armen und Ausgegrenzten Gottes Einladung eher annehmen. Vielleicht sind wir Menschen so, solange es uns gut geht, sind wir ziemlich wählerisch. Seit dem Corona-Lockdown bin ich jedenfalls offener und dankbarer. Ich bin froh um jeden menschlichen Kontakt, um jedes Treffen. Das ist bei mir ähnlich. Oft merkt man erst, wie wichtig einem etwas ist, wenn es plötzlich fehlt. Und jetzt? Das ist doch die wirklich spannende Frage. Lassen wir uns einladen von Gott? Ganz konkret, nehmen Sie Platz an seinem Tisch? In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Du
was mich erlöst. Herr, du treuer Gott, in deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sing das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und Ruhe in Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Tisch des Herrn. Er hat uns alle an einen Tisch gebracht, unter den nichts fallen kann und von dem nichts gefegt und über den niemand gezogen wird. Er hat uns alle an seinen Tisch gebracht, damit vom Tisch kommt, was uns trennt und wir reinen Tisch machen können mit ihm und mit uns. Guter Gott, wir bitten dich. Für uns junge Menschen hilf uns, unseren Platz zu finden, an deinem Tisch in dieser Welt. Gemeinsam rufen wir zu dir. Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir bitten dich. Für die Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt, denen kein Mensch einen Platz anbieten will. Gemeinsam rufen wir zu dir. Herr, erbarme dich. Gütiger Gott, wir bitten dich. Für alle, die hinter den Kulissen für andere Menschen hart arbeiten und im Schatten bleiben, ohne Anerkennung oder gerechten Lohn. Gemeinsam rufen wir zu dir. Herr, erbarme dich. Gnädiger Gott, wir bitten dich. Für alle, die im Scheinwerferlicht stehen, in der Politik und auf den Bühnen des Lebens, mit Macht und Einfluss. Gemeinsam rufen wir zu dir. Herr, erbarme dich. Großer Gott, führe du die Regie in unseren Köpfen und Herzen. Das bitten wir dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gemeinsam rufen wir zu dir. Herr, erbarme dich. So wollen wir um den Segen Gottes beten. Gottes Segen behüte uns, Gottes Segen leite uns. Gottes Friede sei mit uns und der ganzen Welt. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Schluss wollen wir auch noch zur Mutter Gottes beten und das tun wir in einem gemeinsamen Gegrüßet seist du Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren, die komplett in der Karwoche mitverfolgt haben. Wir wünschen Ihnen morgen einen geruhsamen Kar-Samstag, dass Sie die Grabesruhe spüren mögen und dass wir dann gemeinsam die Auferstehung unseres Herrn feiern können. Einen schönen Abend noch. Tschüss.